Day. Noch keine Nachricht aufs Handy, ne? So, meine lieben Freunde. Achso, ich hab schon wieder rausgeklickt. So. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Warum funktioniert meine Maus nicht? Achso, ich muss die Maus erst wieder hochklappen. Jetzt müsste die Maus funktionieren, theoretisch. So. Ja, okay. Wir müssen noch diese komischen Ratten töten hier. Dann machen wir das mal ein bisschen. So. Da ist schon wieder eine. Jetzt ist die da unten irgendwo. Auf den Stein hier und holen wir uns die. Gar nicht weglaufen. Her mit deinem Diamanten, ja. Da ist schon die nächste Beute. Schön und flockig, sag ich dazu. Leider nichts dabei. Ich muss noch eben einmal raustippen, Entschuldigung. Sonst sehe ich den Chat nicht. Sehe ich denn hier nichts? Da muss ich so gucken. Moment. Ich bin sofort wieder für euch da. Okay, hier brauche ich den Chat nicht, dann kann ich das noch kleiner machen. Und einmal noch so schieben. Okay. So. So. Da sind wir wieder. So. Ja, ich kann mich nebenbei mal für eine Ini listen. So. Und wo sind die anderen Ratten? Da ist noch eine. Du mich. Da ist die nächste Ratte. So, weg mit dir. Zwei Dinger, geil. Noch zwei Stück. Schutzschild aktivieren. Mana im Auge behalten. Was ist denn heute mit meiner Maus los? Mein Gott. So. Ein Magier davon zu rennen ist ein bisschen blöd. Da hättest du mehr Chance, wenn du einfach auf Angriff gehst. Eine nur noch.
einfach dieses nervige Quest durch. Ja, komm. Oh, scheiße, geht direkt los. Geht direkt los hier mit dem Inni, ne? Uiuiuiui. Oh, ich bin mittendrin, ich habe keinerlei Ahnung, was ich machen muss. Mana mehr. So, dann greife ich mal ordentlich schön mit an. Bis das Mana wieder erschöpft ist. Und dann. Kann man Angriff mal erhöhen eben. Ja, ich weiß, dass ich mehr Mana brauche. Gleich ist er daran. Ist das ein Boss? Ja, ist der erste sogar. Geil. Komme ich ja noch rechtzeitig. Mit meiner Maus stimmt heute irgendwas nicht. Da muss ich gleich mal dringend gucken. Kaum mich bewegen hier. Hallo. Was ist denn mit dieser blöden Maus jetzt los? Echt, jetzt ist da irgendwas im Laser oder was? Hä, das ist total nervig. Wo sind die denn jetzt? Da. Die sind schon fertig, bevor ich überhaupt ankomme. Der hat ein Schaf. Oh, scheiße, diese Maus. Was ist denn heute los mit der Maus? Nach der Ini muss ich da erstmal dringend nachgucken. Das kann so nicht sein. Ich kann nicht richtig spielen hier. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie versuchen, da ist irgendwas im Laser. Oder so. Seht ihr das? Ich kann kaum lenken. Das ist total dumm. Die schmeißt mich gleich hier sonst raus, wenn ich hier nichts tue. Hallo, Maus. Da kriegt man ja schon wieder einen Ausraster hier, ne? Dass diese Scheiße nicht funktioniert, so wie das. Ich bin geehrt. Friede sei mit euch. Mögen euch die Sterne leiten. Die Sterne leiten, okay. Ach nee, jetzt muss ich irgendwie mit der Tastatur hier klarkommen. Weil diese scheiß Maus nicht funktioniert. Ist das nervig. Und ich laufe ja über die Maus eigentlich immer. Und über Tastatur zu laufen, finde ich irgendwie merkwürdig. Da muss ich gleich unbedingt mal nachgucken, was da los ist. Funktioniert ja ganz gut, ne? Das sind die Tasten, die auf einmal nicht mehr klappen.
Achso, ich bin betäubt. So. Ich greife sie an. Aber ich glaube, dass der Bär dann danach könnte verschwinden. Weiß ich nicht. Wird sich zeigen. Das ist der nächste Boss schon. Mana. Das und das. Ach, betäubt, das. Ja, das ist die Stärke natürlich schön weg gewesen. Ja, die Doppelgänger machen, haben sie schon bezahlt gemacht, muss ich ehrlich sagen. Auch gefallen. Gut. Achso, da ist ja noch der Bär. Die hat eine schöne Rüstung hier. Welches Level hat die denn? 43. Oh, ich kann mich hier nicht mehr drehen. Ist meint, ich komme da hoch? Nee. Ich komme da verfickt nochmal, jo. Nee, ich komme dann Neo. Ich bin zu blöd dafür. Warum komme ich denn da verfickt jetzt nicht hoch und alle anderen? Aber oh, diese Maus, die geht mir gerade richtig auf den Keks. Er springt doch da hoch, Mensch. Vielleicht von dem Stein. Ja, okay. So, jetzt hier lang ganz vorsichtig. Wo sind die runtergehüpft? Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, oder was? Ernsthaft. Richtig toll. Und jetzt? Ist das ein Krampf, so zu spielen, ey. Okay, ich muss darum. So zu spielen, ey, ohne Maus. Und dieses Ding kann nicht mal hüpfen. Jetzt habe ich den anderen wahrscheinlich auch noch angepult. So, jetzt bin ich auch endlich da. Jetzt kann ich auch mit angreifen. Okay, das ist jetzt der dritte Boss gewesen. Warum läuft denn hier ein Pony rum?
Ja. Schulpausen-Klassiker. Pardon. Ich mache schlechte Witze. Richtig schlechte. So, wen haben wir denn da vorne? Zweiköpfige Schulkröte. Okay. Ich muss ja zugeben, diese Inni habe ich auch noch nie gemacht. Also der Heiler ist das, der AFK ist. Aua. Mal eben eine Maus reinpusten. Geht's jetzt ja wieder? Okay, im Moment geht's. Ja, oh ja, vielleicht hat das schon geholfen. Vielleicht hat das wirklich schon geholfen. Ach, die hatte eine Verwandlung drauf. Was sagt denn der Stab? 82 mal 19. 82 mal 19, was Crit? 8 ist besser. Okay. Steht da vorne noch, ja, okay. Das sind aber mehr als 2 Sekunden. Und wir können uns den Stab leisten. Das heißt, wir fahren. Achso, ja. Jetzt haben wir 9 gekriegt. Aber dann kriegen wir mehr EP. Wir fahren gleich mal nach Unterstadt. Letzte Bastion. Heiler ist auch wieder da. Richtig schön. Ist laut, ne? Glaube ich. Mit ein bisschen Entfernung geht. Wie, du musst näher ran. Nicht genug Mana. Boah, ich verbrauche hier mein Mana ohne Ende. Ach, wir sind wieder in Stufe 3. Okay. Kein Wunder, dass ich so viel Mana verbrauche. Ah, Blinzeln verbraucht also kein Mana. Das ist doch mal schön zu wissen. Nicht.
Die Animation der Fallen ist auch gut geworden. Geil geworden. Okay. Er sieht hübsch aus. Wir müssen dringend mal Mana generieren. Das hat so eine große Abklingzeit. Wir brauchen dringend mehr Mana-Boost. Wenn man die neuen Orks nehmen kann, heißt das, es kommen neue Orks. Wahrscheinlich mit dem neuen Add-on, ne? Jetzt im August. Das ist noch ein Schutzschild drum oder sowas. Ja, die müssen wir leider besiegen, ja. Was greifen die denn an? Den Hund? Ich glaube, wie es aussieht. Sehr spirituell. Ich mache nach der Indie mal ein bisschen leiser. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt schon jemand zusieht. Falls doch, danke, dass du das hier erträgst. Stufe 50 erreicht, yay. Nee, das ist falsch. Wir müssen doch noch zu diesem Prinz Domian, oder nicht? Da lang müssen wir.
Mache ich jetzt komplett falsch? Wo ist denn hier der? Rennt er jetzt mit dem weg? Der greift ihn doch an, oder nicht? Bin ich hier ganz alleine? Da kommt noch einer. Ups, jetzt warum schreibe ich denn jetzt alles groß? Okay. Ach, da seid ihr alle. Oh, Hilfe! Misttyp hat mich angegriffen. So, alle auf Angriffsposition. Vernicht mir diesen komischen Vogelfisch hier. So. Hallo! Hallo auf Twitch. Danke, dass ihr euch dieses Wirrwarr hier antut. Ich habe das jetzt einfach mal so ausprobiert, ob das jetzt so streammäßig was für mich wäre. Aber ich weiß noch nicht. Guck ich mal. Ne? So. Verstärken. Ist auch tot. Ich habe einen Ring. Ist der gut? Tempo wieder. Den kann ich ja gar nicht gebrauchen, oder? Breit zur Abgabe. Wo ist denn dieses Abgabeding? Ich teleportiere mich einfach mal rein und raus und wieder rein. Ich glaube, dann komme ich direkt zu dem Abgabeding. Hoffe ich zumindest. Zum Dungeon teleportieren. Nee, da sind nur Quests. Wo ist denn das Abgabequest? Da. Wie komme ich denn da hin? Oder muss ich jetzt da durchrennen? Ob ich das schaffe? Töt mich doch sofort. Unsichtbarkeit brauchen noch. Uiuiuiui. Das werde ich nicht hinkriegen. Die werden mich so wegschnetzeln hier. Ich stehe oben auf dieser komischen Brücke. Da oben ist die drauf. Wie komme ich denn da hin? Ich laufe einfach mal ganz gemütlich dahin. Ups, jetzt habe ich wieder geschrien.
Okay, jetzt habe ich es schon mal da hier durchgeschafft. Das ist doch schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ach ja, dieses blöde Ding hier kann ja nicht über irgendwas hüpfen. Das Problem hatten wir eben ja schon mal. Schnelle Höhe. Meine Kleine füttern. Ja, ja, kein Problem, mach du ruhig. Da ist das Abgebequest. Da ist es, da ist es, da ist es. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Hier hochzukommen. So. Nehme ich die anderen jetzt nicht an. Aus dem Dungeon teleportieren, bis die soweit sind, kann ich ja mal eben hier Dings machen. Ja. Jetzt lande ich direkt vor so einer Ratte. Richtig toll. Ups, und greife auch noch die falsche an. Richtig toll. Dann brauche ich Unterstützung und Energie. Jetzt kommt noch eine dritte. Und noch eine vierte greift von hinten an. Schnell noch eingesammelt, die Scheiße, die ich brauche. Achso, ich habe schon wieder ein neues Lebensmittelzauberding gekriegt. Diesen Dungeon kenne ich wie meine Westentasche, sage ich mal, da ich gar keine Weste besitze, glaube ich. Doch, eine Anzugweste besitze ich. Die habe ich schon so oft gemacht, diesen Dungeon hier. Ja, vielleicht kriegen wir was Schönes von den Bossen. Die Frage ist, ob ich Tempo brauche. Das ist echt die Frage als Magier. Aber die Erbrüstung hat auch kein Tempo drauf, die ich hier eigentlich trage. Schön angreifen, meine Schattendoppelgänger. Ich habe kein Ziel. So.
Die laufen wieder in einem Tempo heute. In einem Tempo rennen die hier durch. Achso, hier haben wir den Namen. Ist der besser als die, die wir da haben? Wo ist denn der da unten? 9, 9. 9. Also C. Hände. 9, 13, 8, nee. Ja. Warum können die denn reiten hier? Und ich nicht. Ah, jetzt fängt diese Maus wieder an. Muss man dringend mal eine neue kaufen. Oh, was haben wir hier? Außer Reichweite. Greif den Großen an. Gold. Gold, Gold, Gold. Ich liebe Gold. Was ist das denn hier? Naja, machen wir mal weiter hier. Und hier kann ich wieder was sammeln.
Nichten wie die Blümchen hier. Wenn die Sonne kommt, Schutzschild aktivieren. Und draufhauen. Ganz schön laut. Hier mitten im Pulk. Ich ziehe mich mal ein Stück zurück. Und schon wird's leid. Ups, warum habe ich denn jetzt mein Schutzschild aktiviert? Okay. Kann ich jetzt ja mal auf... Blume Fall. Dungeon abgeschlossen. Schön. Okay, die hat die Gruppe verlassen, dann werde ich das auch mal tun. Ich wollte mir ja diesen Stab holen. Weg mit dir, du blöde Ratte. Ist noch nicht bereit. Ach, Scheiße. Hier sind überall Viecher, da kommt schon der nächste. Ich stehe gerade sehr ungünstig, habe ich das Gefühl. So, und jetzt schnell wegbeamen hier. Ah ne, wir müssen das noch abgeben, das ist ja auch hier in der Höhle. Ja. Also alles wegkämpfen hier. Warum schleuderst du mich durch die Gegend? So. Ach, das wird ein Aufstieg.
Da kommt ja noch eine. Warte. Ich hoffe, das hält so lange. 14 Sekunden, das sollte ich schaffen, hier dran vorbeizukommen. Weg mit dir, so. Warum gab ich denn nicht mit an? Ups. Da haben wir den nächsten zum Vernichten. Schon down. So. Dort ist er. Dort ist er. Aber bitte nicht wieder in dieser Höhle, ne? Nee, okay. Dann werde ich mich jetzt erstmal hier raus teleportieren. Ja, dann öffne ein Portal am besten. Ach, wir wollen eine Unterstadt, dann kann ich auch direkt ein Portal nach Unterstadt öffnen. Ich will mir die Erbrüstungsstab kaufen. Durch da. Hoffentlich ist das wichtig. Oh, hier kann ich Portale kaufen. Nach Donnerfels. Silum und Orgrimmar. Dalaran. Gefällt mir doch gut, diese Portale. Vorsicht, Feinde im Übermaß. Achso, ich kann ja hier wieder rein. Mit dem schönen Skorpion. So, wir müssen. Hier ist ein Quest. Hallo. Ich hasse diese Maus. Was ist denn heute mit dem Ding los? Mein Gott, blöde Maus. Achso, jetzt schreibe ich hier unten im Chat. Ja, wir laufen richtig, okay. Vorne ist er. Was ist? Okay.
Hier muss es doch irgend so eine Taste geben, damit ich. Ah, da. Oh, die Dinger sind ja was mit den Knochen drauf. Ach, das ist die. Der Macht. Herzens gibt es dafür das Bruststück auch. Ich kann mir jetzt auch Schmuck leisten. Gilde hat geschrieben. Gilde. Uhu. So, heißen die denn gleich? Da können wir mal eben gucken. Der Furcht. Ja, okay. Also wenn ich jetzt hier, sag ich mal, okay, der Macht, das ist der, den ich haben will, den Stab. Den kaufe ich nämlich jetzt auch. Schließen. Unsere Zeit wird kommen. Ja, das wird sie. So. Unsere Zeit wird kommen. Okay, jetzt heißt es weiter Goldfarm am besten. Wow, der hat aber geile Sachen hier. Guck dir diesen Dino an. Cool. Cool, cool, cool. Der bringt mir jetzt mit EP, ne? Nö, der levelt nur mit. Bis 60 auch nur. Okay, das war eine schlechte Entscheidung, den zu kaufen. Das heißt, in 10 Level ist der schlecht, aber. Ich habe den dann ja in der Sammlung. Genau. Genau, dann habe ich den ja in der R. Okay. 10 Level. 10 Level haben oder nicht haben, das könnte ja. Könnte ja. Ja. Kann helfen, muss aber nicht. Also jetzt kann ich die auch mal ändern hier. Die Portale hier raus, das Schaf da raus, ist raus, so. Und das kommt auf die 5. Blinzeln kommt nach ganz hinten. Genau wie Unsichtbarkeit, das ist auch ganz praktisch.
genau, das ist Mana-Generation, brauche ich, das kommt dahin. Das ist sehr wichtig. Stärke. Also, ich habe natürlich jetzt keine ordentliche Rotation da drin. Das gebe ich natürlich offen und ehrlich zu. Okay, machen wir das mal so. Portale nach hier hinten. Das kann weg, da hier das Portal drin ist. So. Okay, dann Essen. Achso, falsche Taste, das hier. Ups, nein. Dahin fallen wie eine Feder. Was kann noch über den Blinzeln? Was macht das hier eigentlich? Ach, hier ins Dann. PvP kämpfen, ja, mach ich mal dahin. So. Die Schaufel. Habe ich ja hier. Gegenzauber. Jetzt dann habe ich da. Bewegungslebende Sachen sind hier. Okay. Das sieht doch schon besser aus. Was haben wir hier? Arkane Explosion. Die möchte ich dann noch. Legen wir mal da hin. Okay. Was wollte ich denn jetzt machen? Wir können erstmal den Schrott verkaufen, den wir haben. Raus mit der Sprache. Weg, weg, weg. So langsam kriegen wir auch ein bisschen Gold dafür. Weg mit dem Scheiß. Keine Ahnung, was das ist. Funktioniert denn nie. Also kommt's weg. So. Wir müssen zurück. Ich habe aber kein Portal dorthin. Hunde? Nein. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mal eben gucken, ob ich noch so eine Tasche kaufen kann. Da hinten ist der Typ. Ich bin verlassen, um mir davon tragen. Leider nicht. Schade. Vertraut niemandem. Okay, hier ist aber noch der Fledermausmensch, ne? Ja. Dann fliegen wir mal ein bisschen. Was Fledermaus. Jetzt? Hammerfall, ja. Da wollen wir hin. Es wird zwar ewig dauern, bis wir da sind, aber. Immerhin. Hallo. Danke fürs Reinschauen. Hier ist zwar noch nicht viel los, aber immerhin. Ich teste mal gerade hier so ein bisschen aus. Und ich hoffe auf YouTube und alles läuft flüssig und so. Das ist. Ja, hoffe ich das. Ich hoffe, es ist ein bisschen Unterhaltung hier. Das, was ich mache. Jetzt fliegen wir leider ein bisschen erstmal so ein bisschen länger hier. Bis wir da ankommen, wo wir hinwollen. Damit ich weiter questen kann. Wir brauchen nämlich hier bei der Gilde
wollen wir ein bisschen besseren Ruf erwerben, damit wir uns da die Erbstückrüstung kaufen können. Damit wir als nächstes einen Krieger hochspielen können. Oh ja, das ist doch, das ist ja wenigstens etwas. Dass es flüssig ist, das freut mich. Warum sind denn die Quests hier? Habe ich da letztens alle gemacht? Oh, muss ich gleich nochmal hin. Ja, genau. Ja, genau, ich spiele einen Untoten. Spiele ich eigentlich immer. Ich spiele eigentlich immer nur Horde, weil Allianz, finde ich, hat bis jetzt noch keine schönen Rassen. Die finde ich einfach, die sind alle. Ja, eventuell die Werwölfe, aber das finde ich immer so ein bisschen blöd, zwischen Menschen und Werwölfen hin und her switchen zu müssen. Ist nicht so für mich. Also Untoten finde ich schon am besten, muss ich sagen. Und hier die Blutelfen, glaube ich, heißen die. Ich habe ewig nicht mehr gespielt. Und jetzt habe ich gedacht, so nach, so, der Account lag, glaube ich, 6 Jahre platt. Da habe ich gesagt, so, dann kann ich jetzt mal neu spielen. Und dann habe ich mir gedacht, ziehst du den mal hoch? Ich weiß gar nicht, wie hoch ich überhaupt komme, weil ich habe das, ich habe Legion gar nicht, das Add-on habe ich nicht. Bis 100 kann ich da, glaube ich, ne? Glaube ich, keine Ahnung. Ja, ich glaube, aktuelle Stufe ist 110, ne? Naja. Echt? Kann man denn da bei die Borgen ist das, ich finde die sehr schwer zu spielen mit diesem Switchen von Mensch zu Werwolf. Ich habe es mal ausprobiert, aber das ist so überhaupt nichts für mich, muss ich echt sagen. Das ist, ja, bin ich immer nur verreckt. Ist nicht so meins. Ah, Legion ist 110. Okay, dann kann ich ja bis 100 dann, ne? Das geht ja immer in 10er Schritten pro Add-on, ne? Echt, also ich kann theoretisch auch die ganze Zeit ein Werwolf bleiben. Wenn ich das will. Oh, das finde ich natürlich schick. Dann mal ausprobieren dann. Wenn, okay. Das ist natürlich mal was. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, man muss immer so hin und her switchen. Ah, okay. Ich dachte, das wäre so wie im, wenn man so kämpft, dass man da so Wut aufbaut und dann explodiert man so ein Werwolf. Also lange habe ich den ja auch nicht angespielt. Ich glaube mal 5 Minuten, 10 Minuten. Mal interessant, da werde ich mir auf jeden Fall den nochmal angucken. Können die denn Helme tragen? Sieht man die Helme dann über denen oder haben die immer den freien Kopf? Und die Helme werden nicht angezeigt. Das würde ich mich auch mal interessieren. Energy aufmachen hier. So. So. Ja, okay, das stimmt. Also diese Menschen. Da ist jetzt mal Reit hier. Ah, okay. Oh ja, das ist natürlich dann. Oh, scheiße. Achso, das sind NPCs. Ich dachte, das wären Allianzer. Ich habe gestern nämlich hier ein paar Allianzer platt gemacht. Und dann kam gleich die Rache. Da haben die gleich hier so ein Hohe-Level, so ein High-Level-Vieh geholt und der hat mich dann die ganze Zeit gejagt. Nur weil ich einen so blöden Zwerg mit Level 31 platt gemacht habe. Discord habe ich auch, ja. Moment.
Moment, ich muss mich eben mal verteidigen. Kann ich dir gleich mal den. Ich spiele auf Black Rock, glaube ich, heißt der. Weil ich fand das eigentlich ganz. Der war einer der, wo am meisten los war. Ups, drehen. Und deswegen habe ich gedacht, gehst du auf den. So, mal eben in Sicherheit stellen hier. Was muss ich denn hier überhaupt machen? Oh, ernsthaft? Hallo? So. Vier, vier, vier. Das ist die Sache da los. Hier waren auch meine Freunde damals drauf, deswegen habe ich hier auch wieder habe ich gedacht, ja, und weil der am meisten voll war, ne? Habe ich gedacht, kann ich mal hier wieder anfangen. Ach, das ändert sich in den Dungeons. Ah, okay. Dann kann ich das doch wieder da reinziehen. Eine Freundin ist am Überlegen, ob die auch noch dazu kommt. Aber die ist ein bisschen unentschlossen, was ihren Speicherplatz betrifft. Mal gucken, vielleicht kommt sie ja irgendwann nochmal dazu. Zu diesem Stein lang. Also ich muss sagen, hier auf der Horde-Seite ist echt viel los. Also da habe ich schon auf anderen Servern damals gespielt, da war gar nichts los. Ich habe ja mit ein paar anderen Freunden, die spielten leider nur Allianz. Und da haben wir auch ein bisschen gespielt, aber da war hordemäßig gar nichts los. Da hast du nie jemanden von der Horde getroffen. Und als ich dann rüber geswitcht bin, als die dann keine Lust mehr hatten mit mir zu spielen, weil die sind dann zum anderen Online-Spiel gegangen. Ja, dann bin ich zur Horde gewechselt und hier war nichts los. Ganz Orgrimma war leer. Da war einfach keiner mehr. Und das ist gut, dass hier auf der Seite wenigstens etwas los ist. So, dahin als nächstes. Mein lieber Skorpion und hinter. Die Zuflucht, da ist doch sicher Allianz, oder nicht? Hier war doch irgendwo ein Allianz-Außenposten. Wo will ich denn eigentlich hin? Achso, hier vorne. Steht jetzt hier überall Warnung. Moment, ich muss mal eben raustappen. Merkwürdig. Auf meinem
Ich streame nämlich gleichzeitig auch noch auf Twitch. Ich wollte das mal ausprobieren, dieses Doppelstreamen. Und jetzt hat mir dieses Programm, was man dafür braucht, gerade überall hier Warnung, Warnung, Warnung angezeigt. Also sehr dubios. Ja, kannst ja Bescheid sagen. Dann komme ich die mal besuchen. So, hier müsste doch auch so ein Stein in der Mitte sein. Was ist das denn? Oh, hier so ein Mini-Tornado-Haustier. So, 4 aktivieren. Blitzschlag macht er jetzt. Weit entfernt. So haben wir das auch. Der nächste ist da hinten. Okay. Auf meinen Skorpion und hinter. Hallo, Maus. Ich weiß nicht, was mit meiner Maus heute los ist. Die ist so dermaßen am Nerven. Todesritter. Ach ja, die habe ich damals auch immer ganz gerne gespielt. Aber die haben den so geändert. Der hatte früher so eine geile Absaugfähigkeit. Da konntest du so das Leben entziehen und dich damit heilen. Die war so overpowered, diese Scheißattacke. Aber die hat er ja gar nicht mehr. Ja, das war ich wie gesagt, ich renne jetzt gerade hier mitten in dieses Allianzlager, glaube ich. Oh, guck mal, hier ist ein Allianzer. 34. Hallo? Jetzt reitet er zurück, weil er Angst hat. Wie süß. Ich bin aber lieb. Einmal töten, ich bin jetzt nicht so einer, der. Ja, genau, diese. Hier ist noch ein Allianz. Oh, 110. Da sollte ich lieber weg. Ja, die Zeit damals war geil. Da habe ich einen Todesritter gemacht und du warst gleich overpowered. PvP-mäßig overpowered. Und das war so geil mit dieser Absaugfähigkeit. Das waren noch Zeiten. Ne, ich habe ihn jetzt ja seit sechs, ich habe es seit 6 Jahren ja nicht mehr gespielt. Das hat mir ein Kollege erzählt, dass es die nicht mehr gibt. Also ich bin im PvP richtig schlecht. Also ich kann dieses Spiel auch so gut wie kaum. Ich bin ein richtiger Noob, was dieses Spiel betrifft im Moment. Weil man alles vergessen hat, was das ist. Ich glaube, ich skill mich auch falsch und hier. Inventar ist auch wahrscheinlich komplett falsch. Also die Sachen, die ich anhab. Also, kannst du gerne versuchen. Also ich sag dir, ich werde wieso verlieren, weil ich PvP-mäßig ist nicht so. Bin ich nicht so stark, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt für mein Level. Hast du schon mal einen Magier gemacht? Ich weiß nicht, ob ich für mein Level genug Schaden mache, als DD.
Ich mache so im Durchschnitt so 1000, 2000 Schaden. Mit Level 50. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das zu wenig ist. Jetzt mal eine ganz dumme Frage, was heißt denn nochmal DK? So, jetzt schnell den Stein holen, hier ist gerade keiner. Ah, meine Maus spinnt schon wieder. Und weg hier. Ja, reite doch. Schnell mal da eben in Sicherheit stellen. Ich muss die Maus wieder auspusten. Irgendwie hat die heute einen Schlag weg. Die Tasten funktionieren nicht so. Ah, okay. Ich stehe nämlich manchmal ganz schön auf dem Schlauch. So, eben mal meine Maus auspusten hier. Die eine blöde Taste funktioniert irgendwie nicht mehr richtig. Und wenn man die einmal durchgepustet hat, geht so wieder. Also das ist sehr merkwürdig heute. Und ich genieße gerade hier so die Zeit auf diesem Stück dieser Map. Das ist so meine absolute Lieblingsmap. Hier dieses Hochland-Ebene oder was weiß ich. Weil es auch damals in South Park vorkam. Eine Maus mag mich nicht, ja. Also gestern hat es ja noch gut funktioniert, das muss ich dazu sagen. Ich muss mir mal eine neue kaufen. Ich kaufe mir die gleiche nochmal. Nochmal neu. An der muss ich ja eine neue Tastatur mitkaufen. Die gibt es nur im Bundle. Nee, wo reite ich denn hin? Einmal aufpassen, bitte. Das müsste hier irgendwo gewesen sein, wo Cartman und die alle gegeneinander gekämpft haben. Weil die Burg war im Hintergrund. Da unten muss ich hin. Gleich ein halbes Leben verloren. Ja, richtig toll. Ich muss mal eben diese blöde Spinne abholen, hängen, dann kann ich mich heilen. So. Ja, da kommt schon der nächste. Also echt, was nerviges Viehzeug hier. So, jetzt entspannt heilen. Oh, bist du böse? Den Stein. Dafür muss ich dich mal eben aus dem Weg räumen. Aua. So, weg. Ich weiß nicht, was passiert. Ich hoffe, jetzt schauen kein Gegner hier. Soll der sein? Da vorne, okay. Schattendoppelgänger. Und Angriff. So. Ich muss sagen, diese Schattendoppelgänger-Dinger hier sind richtig nice. Scheiße, wo reite ich den jetzt hin? Chat lesen und reiten ist nicht keine gute Kombination. Hier ist die Straße.
Ach, jetzt greift das Viech mich auch an. Mein Gott, sind die hier nervig. Wenn man sich so mal überlegt, das Viech, dieser NPC-Typ, hatte 15.000 Leben und ich habe gerade mal 18. 8. Das ist ja. Was muss ich denn jetzt hier machen? Hier irgend so einen Riesen töten. Der muss doch hier irgendwo sein. Aber wo? Ach, da ist er. Dann nehmen wir erst die Spinne aus dem Spiel. Damit die mir nicht gleich in den Rücken fällt. Und die zweite da hinten. Ne, die rennt gerade weg, okay. Dann noch einmal eben heilen. Schattendoppelgänger sind gleich auch bereit. Diese Maus geht mir heute richtig auf den Keks. Und Angriff. Schutzschild aktivieren. Mir fehlt diese Wegstoßfähigkeit, die ich damals bei Star Wars hatte. Oh, schon tot. Das ging ja leicht. Das ging echt leicht. So. Gestern waren es Augen von Raptoren, jetzt muss ich hier Herzen suchen, also ehrlich. Ich habe kein Ziel. Doch, hast du. Okay, eins habe ich. Los. Yep. Ernsthaft, diese ich tausche die gleich aus. Ich mache gleich mal eine Pause und dann tausche diese Scheißmaus aus gegen die andere. Die ist zwar lahm wie sonst was. Aber immerhin besser als gar nichts. Besser als die Scheiße hier. Drei Raptorenherzen habe ich schon. Das ist mein Handy. Wer will denn jetzt was von mir? Hier. Was ist das für ein Scheiß? Was will die denn jetzt von mir? Nee. Danke. Den PC hochfahren, ja. Bei mir ist der den ganzen Tag immer an. Ach, gib mir doch nicht auf den Keks jetzt. Ja, okay, das kann ich mal ausprobieren da. Wie gesagt, ich wollte mir den ja dann ja wieso nochmal angucken. Kann ich da auch gerne mal einen hochziehen, das ist ja kein Problem. Die Erbrüstung kann ich ja auf jedem Charakter mitnehmen, ne? Also ist ja Account gebunden, ne? Das heißt ja, egal auf welchem Server, der habe ich die ja. Gehe ich mal von aus, ne? Also was wollte die denn jetzt nochmal? Okay. Jetzt steht hier schon wieder überall Warnung. Warum steht denn schon wieder hier Warnung?
Also ich finde dieses Programm sehr dubios. Ah, okay. Ja, ich muss einfach mal googeln, dann weiß ich das ja ungefähr, was in der Klasse angemessen ist und was nicht. Was habe ich? Ich kann das nicht entziffern, also ich weiß nicht, was du meinst damit. Ich stehe mal wieder total auf dem Schlauch. Also ich bin außerhalb des Dings, des Suchradius, aber da ist noch einer. Gib mir dein Herz. Ja, ich habe jetzt. Ich habe ja alle Add-ons bis auf das Legion-Ding. Kriegst du ja umsonst, indem du einfach nur wartest. Das heißt, theoretisch müsste ich ja Legion auch kriegen im August, wenn das Neue rauskommt, ne? Dann kaufen wir das Neue. Ich wäre ja schön doof, wenn ich mir mal Legion kaufen, wenn ich es im August umsonst kriege. Blinzeln. Ach, Kinasi, wo sind denn jetzt diese blöden Dinosaurier? Ah, da unten ist auch noch ein Feld. Ja, das finde ich das Schöne bei WoW, dass man da alle Add-ons umsonst kriegt, wenn ein neues rauskommt. Ich habe ja meine ganze Zeit lang SWTOR gespielt, hier Star Wars The Old Republic, aber das kannst du heutzutage auch nicht mehr spielen. Das haben die so kaputt gewirtschaftet. Am Anfang war es wirklich, hat es wirklich noch Spaß gemacht, aber mittlerweile auch nicht mehr. Und das ist so schade gewesen. Das Spiel hat wirklich Potenzial gehabt. Habe ich mir jetzt gedacht, fängst du mal mit WoW an, mal wieder. Dann kannst du auch mal endlich mal hier so ein. Ach, ich bin ein bisschen leise. Okay, warte mal, ich kann mal. Also ich hab mich eben leiser gedreht wegen dem Dingsbums. So, ist das besser vom Ton her? Ich hoffe mal ja. Ich sehe den Ausschlag. Ich bin im roten Bereich. Also ich dachte, dass das geht. Ich hoffe mal, das geht von der Lautstärke so. Weil eben in dem Dungeon, da war es so dermaßen laut. Also war ich auf einmal so laut und da habe ich mich zurückgedreht. Am Mixer. Bisschen besser. Was heißt dann ein bisschen besser? Besser oder es kann noch ein bisschen.
Oder ich möchte ja schon, dass man mich gut versteht. Aber das liegt auch, glaube ich, an mir, weil irgendwann, wenn ich viel rede, fange ich irgendwann an zu nuscheln. Das war leider immer schon mein Problem. Okay, ja, das ist natürlich. Gut zu wissen, gut zu wissen. Versuche ich mal nicht mehr so zu nusseln, sondern vernünftig klar zu sprechen. Wird mir im Leben auch mal ein bisschen helfen. Ach, jetzt muss ich hier wieder alle töten. Hol mich nicht vom Mount. So. So, den schnellsten Weg rein ist der, den ich eben gegangen bin. Da brauche ich nur zwei ausschalten. Das werde ich dann natürlich auch machen. Ich habe mir gerade eben 750 Gold für so einen Stab ausgezogen, weil ich dachte, der geht auch bis 90. Levelt der mit, aber nein, der ging ja nur bis 60. Aber 10 Level eben so ein Erbstab. Aber ich habe gesehen, da kann man auch den Waffe ausrüsten, dass der bis 90 geht. Vielleicht mache ich das mal. Das heißt, noch mehr Gold farmen. Aber umso höher ich komme, umso leichter geht's. Das ist ja das Beste. Okay. So, vernichten wir mal dieses Ding hier. Blackrock, genau, Blackrock bin ich drauf. Genau, Blackrock. Blackrock ist gut. Ups, jetzt habe ich rausgeklickt. Ich hoffe, die Verzögerung. Ich habe da so eine ordentliche Verzögerung drin. Naja, macht nichts. Die ist bei Twitch nämlich nicht so hoch, die Verzögerung, muss ich sagen. Das ist, ich habe den ja auf meinem dritten Bildschirm, habe ich Twitch offen und YouTube. Und da habe ich beide den Stream laufen, um zu gucken, ob alles funktioniert von der Flüssigkeit her. Und da bin ich mit bei Twitch schon deutlich weiter als bei YouTube. Oh, wen haben wir denn hier? Allianz. Ich hätte mich auch einfach hin teleportieren können. Ich habe doch ein. Naja, was soll's. Man benutzt so selten sein Reittier hier. Ja, wenn immer für Horde. Wenn man sich entscheiden muss, dann immer für die Horde. Jetzt kommt hier den Bär ich nicht hoch.
Hier ist ein Ali. Naja, ich hab's eilig. Ich muss zu meinem Dingsbums. Komm, Skorpion, du wirst auch einen Hügel hochklettern können, oder? So. Ja, das war immer das Nervigste, muss ich wirklich sagen, an Todesritter, an diese Story, ne? Am Anfang, die zieht sich so undermaßen. Ich gehe mal von aus, das hat sich bis heute auch nicht geändert, ne? Kraft und Ehre. Die Spinnen holen mich sofort immer vom Pferd. Moment, ich muss eben die Spinne töten. Mein Battletech ist. Moment. So. Ja, da muss ich mal eben raus switchen, damit ich den sehe. Moment, mein Battletech ist. Aber ich schreibe ihn einfach mal hier rein. Das ist dann noch Raute. Nee, Raute will ich. Raute und dann die Zahlenkombination ist 28.05. So. Das ist mein Battletech. So. Ah, da. Okay. Muss gleich mal annehmen, wenn ich den Raptor hier getötet habe. Spiel annehmen? Ja. Ich gehe mal von aus, ob es du, ne? Ja. Ja, die Scharlachrote der Enklave, ja, das bist du. So. Achso, mein Mount ist ja hier. Während du da diese komische Einführung des Todesritters machst, kann ich ja hier ein bisschen weiter meiner Quests verfolgen. So. Ich muss näher ran. Was ist das denn für eine? Ah, okay, die greift nicht an, ja. Oh, die ist aber ganz schön kräftig, die Olle. Ich
Ich hoffe, die verschwindet mit ihren scheiß Viechern. Nein, okay, die Viecher verschwinden auch. Nice. Der Leech King. Ja, also dem muss ich sagen, das war. Der hat schon ein cooles Schwert. Das habe ich mir immer schon gewünscht. Aber das kriegt man, glaube ich, gar nicht. Ne? Kann man nie finden oder so. Und die Maske, die er auch hat, ist auch cool. Muss ich auch sagen, von den ganzen Add-ons war das wirklich beeindruckendste Video von dem. Okay, dann können wir jetzt ja weiterreisen hier. Das hier nach da schieben, damit ich sehe, wie lange ich denn schon stream. Eine Stunde 45. Ja, ich muss sagen, das Nervigste an dieser Questreihe ist das mit diesem komischen Drachen, wo du dann über diese Festung fliegen musst und diese Katapulte und sowas abschießen musst. Das fand ich immer sehr nervig. Jetzt muss ich mich nur bis zur Küste durchschlagen. Aber hier vorne war da auch noch ein Schuh. Hinter müsste da sein. Hallo. So. Einmal um diesen Bash rum. Da kann ich mal eben hier das Ding aktivieren. Da. Quest könnt ihr eigentlich alle mal annehmen, schnell. Ja, ich auch. Ich bin auch ein Verlassener. Genau, wir wollen aber erstmal zur Küste. Wieder Spinnen, ich hasse Spinnen. Die holen mich immer sofort vom Pferd. Komme ich hier nicht hoch? Nein.
da und dann außenrum, ey. Oh, ist so nervig. Holt mich das Ding da. Ups, jetzt rein, töte ich das arme Reh. Also ich muss sagen, Tank spielen kann ich gar nicht. Tank spielen ist das Schlimmste, was man mir antun kann. Weil ich bin zu blöd, die Aggro zu halten. Das kriege ich einfach nicht hin. Und dann ist der tot und alle beschweren sich und darauf ist nicht so meins. Ich bin lieber DD. Da kann ich Schaden machen, stehe hinten. Meistens bin ich sogar einer der Letzten, der stirbt. Falls die Gruppe fällt. Achso, ich habe hier noch mein Energy stehen. Ich habe es bis zur Küste durch. Ich habe mich bis zur Küste durchgeschlagen. Ja, das waren noch Zeiten hier damals. Kann ich mich noch gut dran erinnern. So, wo ist denn hier der Fledermausmensch? Hier ist der Fledermausmensch. Was sucht ihr denn? Mögen die Geister. Hallo, Mann. Später. Erstmal alles annehmen hier. Wo war denn der da drin? Nur nicht so schüchtern. Bleib sauber. Habe ich irgendwas zu verkaufen? Ja, ich kann hier die ganze Scheiße. Ich hab den guten Stoff, Mann. Neun, zehn, 15. Muss mal gucken, ob die Handschuhe besser sind als die, die ich trage. C. 9. Also 10. 9, 10, 15. 9, 10, 15. Hat aber dann kein Crit. Ja, was soll's kommen. Okay. Machen wir das. Redet mit mir. Bleibt gut drauf. Okay, dann müssen wir hier rein. Da können wir das Quest noch abgeben.
was hast du schön im Warenkorb? Ja, Fisch. Das war's dann auch schon. Nice. Ab welches Level kann man fliegen? Muss ich gleich mal gucken. Ich weiß, das kann ich in der Scherbenwelt kaufen. Ab welchem Level war ich denn immer bin ich denn in die Scherbenwelt immer gegangen? 63 oder so, ne? Oben dann wahrscheinlich. Auf dann. Auf dann. Was haben wir denn alles zu tun? Oh, da haben wir aber ganz schön viel, ne? Aber das ist gut für die. Ja. Damit wir. Was kommt denn danach? Wohlwollend. Danach müsste schon ehrfürchtig kommen, ne? Das ist der Rang, den wir haben wollen. Damit wir die Erbrüstung kriegen von der Gilde. Womit fangen wir denn hier an? Machen wir das mal. Ach, guck mal hier. 92 bis 100. Krass. Scherbenwelt. Kommt man denn hier ist das Tor. 58 bis 80. 64, 60. Ja, dann gehe ich ab 60 in die Scherbenwelt, würde ich sagen. Da ein bisschen Cresten. Was liegt denn da? Da leuchtet was. Getränke. 1 von 12. Liegen hier noch mehr rum? Da ist noch ein Getränk. Nicht da steht noch was. Ich fange schon wieder an zu nuscheln und damit leiser zu werden. So. Sechs haben wir schon gefunden. Ja, also das muss ich sagen, das ist so dermaßen nervig. Und dann zum Schluss noch diese Riesenschlacht, die ist ja schön, die macht ja richtig Spaß. Ne? Aber darauf erstmal zu warten, bis sie losgeht, oh, das dauert ja auch Ewigkeiten.
Da hinten ist die letzte Flasche. Ja, toll, wie komme ich da denn hin? Und loslaufen. Hier zu dem Opa hier. Zeit ist Geld. Kommt bald wieder. Ja, Dankeschön. Kommt bald wieder. Und da müssen wir jetzt dieses Komische machen. Ja, es kann gut passieren. Ja, dass ich dann 100 bin, ja, das kann gut sein. Was wollen wir denn hier machen? Schildkröten töten, 10 Stück. Aber da ich ja nur Dings mache hier, nur Questen, dauert das ja ewig, bis ich 100 bin. Wenn ich jetzt die ganze Zeit nur Indies laufen würde, dann würde das wahrscheinlich stimmen. Mehr Mana, ich brauche dringend mehr Mana. Panzerschildkröten werden alle vor mir fallen. Ja. Da gibt es eine große Schildkröte. Wollen wir uns die auch mal holen? Jetzt habe ich die ganze Energie abgeladen. Das einzige Coole am Todesritter ist wirklich diese Fähigkeit, dass du nachher über Wasser laufen kannst. Dieses Einfrieren. Und das Pferd, das sah auch immer geil aus, was du kriegst. Aber der war kein richtiger Krieger und kein richtiger Magier, ne? Der Todesritter ist so eine Mischung aus beidem. Wenn ich mich recht erinnere. Muss mal eben mich hier hinsetzen, nochmal einen Quietschestuhl hier.
So. Weg mit dir. Weg. Dann greife ich jetzt gleich mal die große an. Wenn ich wieder voll aufgeladen bin. So. Ah, okay, Krieger, Hexenmeister. Ach ja, der konnte ja diese Viecher herbeirufen, ne? Das ist zu weit entfernt. Ja, jetzt auf einmal zu weit entfernt. Ja toll, dann bringt mir das ja. Angriff. Oh, die macht Flächenschaden. Aber die ist jetzt, die fällt jetzt. Ah, die hätte ich wieso töten müssen. Und dann ist hier die letzte Schildkröte. Zwei Quests direkt gemacht auf einmal. Das mag ich ja gerne. Okay, das letzte wäre hier hinten. Ah, oh, nee, heute möchte ich mal den Wolf. Den weißen Wolf. Geralt von Riva. Ja, Hexenmeister. Hexenmeister war auch eine Klasse für sich, muss man sagen. Sehr skurril, aber doch auf ihre Art und Weise sehr interessant. Die Insel da vorne, okay. Reines Wasser. Ein Gegner. Ja, wie es aussieht. So. Was hier schon? Ich kann das nicht plündern. So, dann geht's mit dem Skorpion ab zurück. Ja, obwohl, ja, genau. Der Drache war natürlich auch geil, ne? Den habe ich aber nie gekriegt. Ich habe nie so eine. Ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe ja hier in WoW noch nie eine Ini geladen. Also doch eine Ini schon, aber noch keinen Raid und sowas gemacht. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe nicht mal einer dieser Add-on-Bosse getötet. Weder den Lich King noch den Rest habe ich hier nie gemacht. Und ich freue mich jetzt auch schon drauf, wenn ich hoch genug bin, kann ich das erste Mal auf diese blöden Pandareninsel.
Ja, also hier gibt es ordentlich viele Pferde, das muss man sagen, das stimmt. Aber es gibt hier so viel unterschiedlich geile Reittiere. Habe ich echt noch nie gemacht, weil ja, alleine kann ich das nicht machen und weiß ich nicht, vorher, damals, weiß ich nicht, fand ich das jetzt nicht so wichtig. Aber ich möchte das doch gerne mal machen. Ja, wer fühlt denn jetzt was von mir hier? So. Und deswegen, mal gucken. Diesmal spiele ich mich hoch und mache dann auch mal ein Raid mit oder sowas. Es wird mal höchste Zeit, dass ich das mal mache. Ja, genau, das war nämlich der Gedanke, ob man die nämlich dann solo rennen kann, wenn man hoch genug ist. Denn dann machen die ja eigentlich keinen Schaden mehr, ne? Das fand ich damals, das gleiche System hatte ja Star Wars damals auch, also SWTOR. Und da fand ich das so blöd, dass sie dann das Level angepasst haben. Dass du immer auf jedem Planeten so ein Planetenlevel hattest. Und so konntest du die ganzen Inis und Raids nicht mehr alleine laufen. Ich hoffe, das führen die hier nicht auch ein. 200 Quests abgeschlossen. Drei Zuschauer. Hallo, ich begrüße den neuen Zuschauer. Ich begrüße alle, die mir zugucken. Alle einzeln. Was wollte ich denn jetzt machen? Jetzt habt ihr mich komplett rausgebracht. Oh ja, da freue ich mich drauf, wenn man die alleine laufen kann. Ich freue mich auch, ich mache dann auch immer hier die Innis, die laufe ich dann auch nochmal, wenn ich hoch genug bin, alle für mich selbst nochmal alleine, damit ich die mir mal in Ruhe alle angucken kann, weil wenn du da mit einer Gruppe durchläufst, die hetzen alle immer so. Deswegen, wenn man hoch genug ist, kann man sich die ganz in Ruhe mal angucken. Was haben wir denn alles so im Inventar rumfliegen? Also, oh ja, das wäre natürlich nice. Gerne. Als nächstes müsste ich mir erstmal so einen Flugmount besorgen. Weil das nächste, als nächstes steht ja Fliegen an, ne? Aber es kostet auch wieder 500 Gold, ey. Oh. Wie viel habe ich denn jetzt? 77. 500, glaube ich, kostete das, ne? Das Fliegen lernen. Was müssen wir denn hier töten? Ach so, hier, Silber. Füchse. Oh, hallo. Sandy ist geheim. Guten Morgen, schreibst du? Wir haben Viertel vor 12. Ach, Stufe 60 war das, okay.
Ich weiß nur, dass ich das damals in der Scherbenwelt gekriegt habe. Ja. Mit 60 wollte ich wieso in der Scherbenwelt anfangen zu leveln. Ach, ich spiele mich hoch. Das Gold hier. Das verdienst du ja relativ schnell. Spätestens wenn du hoch genug bist und die Innis alleine laufen kannst. Gibt es hier in der Scherbenwelt die mit diesen roten, blöden Orks. Und wenn du die alleine läufst, da verdienst du ja immer so 50 Gold. Plus das, was du verkaufen kannst, ne? Und die geht relativ kurz, deswegen ist die dafür ideal geeignet. Also war sie früher zumindest. Das Sandy, kann sich noch dran erinnern, damals gelaufen. Immer diese Orks da geschnetzelt, wieder rein, alles verkaufen, wieder rein. Ich glaube, ich habe dich sogar noch in der Freundschaftsliste. Warte, ich kann ja gleich mal gucken. Wie hieß denn dein Charakter? Talunia, glaube ich, oder sowas, ne? Oder Talunia, irgendwie so. Was muss ich denn jetzt hier machen noch? Ah, noch drei Silberwölfe töten. Aber erstmal heilen. Sitze hier schön auf der Blumenwiese und frühstücke. Der Reichweite. Hier haben wir doch auch, hier auf der Kartenlandstück, wo ich jetzt hier mache, hier haben wir doch auch stundenlang gefarmt. Sag mal, hast du es gestern noch hingekriegt? Hast du hier installiert? Hochziehen, so, und wieder runterdrücken. Einen brauchen wir noch da. So, haben wir das auch. Was steht denn als nächstes an? Ja, gehen wir mal dahin. Da muss ich irgendwelche Krieger töten. Ach, du machst das jetzt, okay. Wie gesagt, ich würde es nicht von den CDs installieren, sondern den Download-Link nehmen. Das geht deutlich besser. Weil da sind ja Patches und alles mit drin. Hier irgendwelche Zwerge sollen wir töten. 10 Stück. Ein von 10 haben wir schon. Okay, von diesem Wildmännern. Das ist zu weit entfernt, ja. Du bist ein Fernkämpfer und das ist zu weit für dich entfernt, also ehrlich.
Der hat ein Hühnchen dabei. Hier hole ich mir nur den einen weg. Hier zur Unterstützung Schutzschild machen. Nicht genug Mana. Achso, da muss ich mein neues Mana auffrischen. Kugel 1. Oh, da muss ich jetzt mal eben was frühstücken hier. Ich bin gleich tot. Und das möchte ja niemand, dass ich sterbe, du. Wir sind jetzt schon bei 2 Stunden 20 Minuten. Ich frage mich, wenn das nachher auf meinen YouTube-Kanal kommt, ne? Wer soll diese Scheiße noch angucken nochmal? Drei Stunden. Also, wer guckt sich denn schon eine 3-Stunden-Folge an? Das ist, ja, das, ja. Ja, sicher, also das könnte ich mir nebenbei beim Schlafen reinziehen. Wie viel brauchen wir denn noch? 2. An der Stelle grüße ich mal alle auf YouTube, die sich das im Nachhinein angucken. Es geht leider noch ein bisschen. ja. So. Was brauchen wir denn hier noch? Noch ein Zwerg. Warum steht hier, ich werde noch angegriffen? Ich bin außer Reichweite. So, damit haben wir das auch. Mal ein bisschen an der Seite gehen. Was müssen wir denn jetzt machen? Wir so einen Anführer töten. Ach, da ist er doch, dieser Thomas Donnerfallmenschen da. Dann hole ich mir den doch gleich mal. Und doppelte Energie und Angriff. Der ist auch tot, okay. So, jetzt kann ich den mal eben plündern hier. So. So, was muss ich denn jetzt noch machen hier? Ja, Krieger der Dingsburg. Achso, die muss ich hier mit diesem. Mit dem Tool, was ich habe, unterstützen. Okay. Okay, unterstützt. 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 Hallo. Unterstützen. Achso. Also es geht nur mit Kriegern, nicht mit Magiern. Okay. Da ist noch einer. Okay. Haben wir das alles? Oh, ich kann kein Reittier benutzen. Warum? Hier steht noch irgendwo, ich werde angegriffen. Naja, da blinzeln wir uns mal eben weg hier.
wieder weiter blinzeln. Ach, Kenasi, blöder Wolf hier. So, hier hin. Dann springe ich einfach hier über die Klippe nach unten. Jetzt denkt ihr wohl, nein, bitte spring nicht, das wirst du doch nicht überleben. Doch, ich habe doch hier so einen langsamen Fallskill. Da treibe ich ganz langsam nach unten. 24 Sekunden zumindest. Wenn ich bis dahin den Boden nicht erreicht habe, dann ja, bin ich ein Pfannkuchen. Wie tief kann man fallen? Cool. Ups, jetzt habe ich rausgeklickt. So. Mal was trinken nebenbei, vor den trockenen Hals. Hier die ganze Zeit Energy am Saufen, wie blöd. Krieg gleich einen Zittrigen von dem ganzen Zucker. Nee, eigentlich, das war eigentlich Zufall, dass ich diesen blöden Erfolg gekriegt habe. Das war eigentlich nicht so geplant. Aber hier gibt es so dermaßen viele Erfolge, ich glaube nicht, dass ich die alle mal irgendwann kriege. Cool wäre es natürlich, ne? Wenn man alle hätte. Alles klar. Alles klar. Ich kann ja gleich mal gucken, was mir fehlt, was ich noch gebrauchen könnte an Erfolgen. So. Hier annehmen. So, wo kann man denn hier Erfolge sehen? Da, Erfolge Z. Erreiche Stufe 85, den kriege ich ja automatisch. Plündere 1000 Gold, den habe ich aber auch schon, ne? Sind die alle grau, die ich habe? Achso, okay, die habe ich ja schon. Okay, erreiche Stufe 90 muss ich noch haben, okay. Mit zwei verschiedenen Klassen Hochstufe. Bankplätze kaufen muss ich noch. Plündere 5000 Gold. Gold, plündere 10.000 Gold auf Dingsbums da. Gekonter Reiter muss ich noch holen. Ach, da fällt mir ein, ich wollte immer diese Haustiere, die man da so gegeneinander kämpfen kann. Wollte ich mir mal angucken, was ich da überhaupt alles habe. Ich hatte doch da so coole. Ich habe einen Huhn? Okay. Ich hatte doch mal so richtig coole. Oh ja, hier ist dieser kleine Drache. Ein kleiner Wolf. Da der Drache. Hier zweimal Gespenster. Ach, hier, guck mal, hier habe ich Vater Winterhelfer hier, so einen grünen Kobold hätte ich als Haustier, cool. Einen kleinen weißen Tiger, den Baum, eine Ratte. Oh, hier, so ein Riesenroboter. Oder eine Schlange, eine Otter. Oh ja, cool. Aber hier unten, hier. Ich will diese laufende Karotte haben. Die will ich haben. Die muss ich mir noch farmen. Nee, eigentlich nicht, aber keine Ahnung. Ich weiß,
Ich weiß nicht, wofür man die eigentlich braucht, außer diese Haustierkämpfe. Ja, so ein bisschen Pokémon-Style haben die, ne? Und ist einfach schön, alle zu besitzen. Ich will der Allerbeste sein. Ne? Aber diese, ich weiß nicht, nee, die können dir nicht nachlaufen, einfach so als Begleiter, oder? Oder gibt es da extra Begleiter? Warte mal, ich gucke mal. Wenn ich jetzt einen rufe einfach, ne, kann ich die rufen? Beschwören. Laufen die jetzt. Oh ja, jetzt läuft der hinter mir her. Oh, cool. Ah, WoW ist doch dafür bekannt, dass es hier Tiere gibt, die den ganzen Loot aufsaugen, oder nicht? Das wäre natürlich ein idealer Begleiter. So ein Loot-saugender. Begleiter. Das wäre nice. Dann bräuchte ich mich nicht mehr Raus mit der bücken. Sprache. Ach ja, Fürchtet. wenn du die zufällig über hast und ich die noch nicht habe, gerne. Da wäre ich immer gern dafür. Aber wieso nicht? Ne? Haustiere haben, Haustiere nicht haben. Ist vielleicht ganz witzig. Das sind Begleiter, keine Haustiere. Ja, Haustiere. Aber da steht doch, steht da nicht Haustierkampf? Warte mal. Doch, Haustiere, steht doch da oben. Haustiere. Und wenn du auf so eine grüne dumme Pfote klickst, die hier immer rumlaufen, ich sehe jetzt gerade leider keine, steht da auch Haustierkampf, ne? Ja, hätte, also ich wollte gerade sagen, was rennt mir denn danach? Aber das ist dieser komische Typ. Da, warte, da ist einer. Ich renne mal hin und gucke noch mal. Hallo, so, laufen. Überall diese Viecher hier. So. Hier steht noch ein Verlassener rum. Hoffentlich ist das wichtig. Unsere Zeit wird kommen. Achso, das ist ein Meisterzähmer. Keine Ahnung, was der macht. Ach so, okay. Ah, okay, das sind die Viecher, die Beute einsammeln können. Ach so. Ach so, also kann ich jetzt, kann ich die nicht so kriegen, dass ich auch nicht als Jäger etc. Die kriegen kann? Als ganz normaler, unsterblicher Untoter? Ich muss jetzt diese komischen Eulen hier töten. Die habe ich letztens erst getötet vor so einer Burg in. Aber da waren die noch grau. Ah, jetzt unterbricht er meine Zauber. So. Wer reitet denn da? 48. Gut, der hat mich zum Glück nicht gesehen. Ah, okay. Okay, schade. Und diese Begleiter, die du zum Beispiel hier in dem Shop kaufen kannst für echt Geld, können die das? Weißt du da zufällig?
Ah, jetzt kommt von hinten noch so ein blöder Zwerg. Dann kommen so, so. Komm, Eule, stirb. Ah, so, okay, ja, das ist dann natürlich blöd. Also da, ich meine, für echt Geld würde ich mir sogar so ein Vieh kaufen. Wenn es sie geben würde, weißt du? Ich habe da wieso so eine Schwäche für mich, für echt Geld diese Scheiße zu kaufen. Bei Elder Scrolls Online habe ich mir tausende von Rüstungen gekauft. Ah, bei Star Wars habe ich Geld reingesteckt, ey. Ach, ja. Oh ja, das waren noch Zeiten. Ja, mittlerweile kann man das auch nicht mehr machen. Ha. In der Luft getötet. Okay, wie viel bräuchte ich davon noch? Ach, gar keine mehr. Ich töte die jetzt alle aus. Und die doch 5. Hier für alle Vegetarier. Das Reh ist tot. So. Ja, ich hätte gedacht, diese schönen Haustiere da, oder Begleiter in dem Sinne, wären eigentlich ganz schick. Und ja, die haben ja eigentlich keinen großen Nutzen, diese Haustiere, ne? Außer dass die dekorativ hinter dir herlaufen und dass man gegen mit denen wie Pokémon miteinander spielen kann. Aber ob das der Sinn der Sache ist, dafür noch echt Geld auszugeben, ich weiß nicht. Für so ein Reittier wäre das schon wieder was anderes. Oder eine coole Rüstung, ne? Ja. Das wäre echt was anderes. Ja, das ist schon wieder echt traurig, dass die nichts mehr machen, außer dekorativ anzusehen sind. Mal eben frühstücken hier. So, ich kann mir mal neues Futter also zaubern. So, Mana ist wieder voll. Das heißt, wir können wieder angreifen. 2 Stück brauchen wir noch. Ja, ich habe mir mal mit einem anderen Account damals diese komische Eiskrone gekauft. Die hat ja auch keinen großen Sinn gehabt. Nur, dass sie schön aussah. Dass sie dein Gesicht da einfror und ja. Und diesen komischen goldenen Drachen als Reitmount hatte ich auch mal. Ich glaube auf irgendeinem anderen Account. Aber da habe ich die E-Mail-Adresse vergessen. Da kann ich mich nicht mehr einloggen. Ach ja. Der existiert jetzt vor sich dahin. So. Achso, ich habe jetzt alle. Okay, was müssen wir noch? Machen wir das mal. Mein Lieblingsreittier. Ja, die Eiskrone. Ja, von den 3 Kronen, die du da kaufen kannst, war die Eiskrone einfach die geilste, muss ich sagen. Was ist das denn da? Weil der Rest, obwohl, ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von diesem Drachen. Der war ein bisschen schlecht. Fand ich ein bisschen, ja. Ich hätte mir besser vorgestellt. Ich hätte mir lieber so ein brennendes Pferd gekauft oder so.
Der Hexenmeister kriegt irgendwann so ein Flammenpferd, ne? Was fliegen kann, glaube ich, war das. Ich kann mich daran erinnern, dass, dass die Malune mal sowas hatte. Ja, geil aus in Tata, aber so dieses Fliegen, dieses einmal dieses diese Wabbelige da, ist nicht so. Da spawnen die Viecher gleich alle hinter mir. Ist, fand ich jetzt nicht so, ist ja nicht so meins gewesen. Ja, genau, dieses rote leuchtende Pferd, genau. Das fand ich cool. Das hatte schon so was Episches, weißt du, wenn du damit so angeritten kommst und die Feinde sehen dich und dann denken so, Scheiße. Habe ich noch Mana? Ja. Schutzschild aktivieren. Das hast du auch noch. Ach ja, ich müsste mal durch den Shop da stöbern, aber ach, ich weiß nicht, ob ich dafür wieder so viel Geld ausgeben soll. Die sind so teuer dafür, dass man ein digitales Pferd kauft. Na, das ist eigentlich schon ja, ein bisschen unverschämt, glaube ich. Muss ich das Vieh auch töten? Keine Ahnung. 45 Sekunden noch. Mal eben meine Maus wieder richtig machen. Okay. Ja, ich bin echt am Überlegen, ob man das, ob sich das wirklich lohnt. Mittlerweile. Mittlerweile bin ich älter geworden und dann, ja. Also, muss ich sagen, für Rüstung würde ich das immer noch jederzeit machen. Da würde ich umso mehr Geld ausgeben für. Hauptsache, es sind, gute Rüstung dabei. Und du, dein Charakter sieht episch aus. Ich war damals so stolz, da habe ich mir diesen Skorpion da aus dem Gildending da gekauft. Für 1500 Gold. Und da habe ich gedacht, boah, geil. Und dann habe ich mich jetzt ja wieder auf diesen Account eingeloggt. Dann habe ich gesehen, dass der noch da ist. Und dann war ich, ja, da hat sich ja schon gelohnt, den zu kaufen. Dann habe ich mir noch Archäologie gemacht als Spezialfach, weil ich habe gehört, dass man da irgendwann so einen Tyrannosaurus aus Knochen ausgraben kann. Da hast du so einen Reitskelettsaurier. Das fand ich auch nice, dass das gehen soll. Diese Viecher mal alle platt hier. Diese Schleimdinger. Genau, diesen fossilen Raptor oder wie der Ding heißt, den will ich gerne haben. Deswegen, aber ich habe noch keine guten. Ich habe bis jetzt nur eine Ausgrabung gefunden. Die habe ich auch gemacht. Aber, was muss ich denn jetzt hier suchen? Ich bin noch da, wo ich hin soll, oder nicht? Ah, nee, da ist eine Höhle, okay. Und da habe ich aber bis jetzt nur Fossilien. Ich glaube, ich bin zu klein noch dafür. Ich muss erst ein bisschen mehr lernen, damit ich das auch hinkriege. Hallo, was greift mich denn da an? Wo kommt der denn her? Ah, ich sehe hier so schlecht was. So.
Ja, genau, die Raptoren habe ich mir damals auch noch geholt. Die kann ich auch. Also ich kann jetzt mittlerweile. Ach, da ist schon wieder so ein Viech. Muss mal eben nachgucken. Der macht aber ordentlich Schaden, der Typ. Und ich sieht da so lämmerlich neben aus. Also ich kann Reittiere benutzen. Hier diese komischen Straußen von den Blutelfen-Dingern da. Die Wölfe habe ich, die Knochenpferde. Ja, und die Raptoren. Was gibt es denn noch? Hier gibt es so einen Drache. Das sind alles so. Ja, die Menschenpferde. Nee, da ich ja keine Allianz spiele. Oh, hier so ein Stromdrachen. Also so ein Sterndrachen. Der sieht ja auch nice aus. Hier, und ich gucke hier ab und zu mal so einen anderen Streamer-Kollegen. Der hat so eine coole. Wo oh, hier gibt es ja noch einen Skorpion. Cool. 10.000 Gold. Ehrfürchtig. Klaxi. Fraktion die Klaxi. Okay, das ist wohl die nächste Herausforderung, die ich mache. Schildkröten. Echt? Cool. Eine Riesenspinne wäre, das ist vielleicht auch nice, so eine Riesenspinne, ne? Aber es gibt schon so coole Reittiere, ne? Ja, manche sind auch total übertrieben. Der sieht auch nice aus. Oh, hier gibt es noch einen Skorpion. Zone Orgrimmar. Ach, Verkäufer. Kostet? Was kostet der? Ich kann dieses Zeichen nicht interpretieren. Aha, okay. Gibt's noch? Schildkröten. Kamel. diese Drachen. Ja, genau, so sah ja auch der Goldene aus. Ja, das wär cool, wenn du mir das mal zeigen kannst, wo ich diese ganzen Viecher alle herkriege. Das wäre natürlich nice. Oh, hier so ein Zeppelin. Oh, hier so ein Knochendrache ist natürlich auch richtig geil. Das ist. Ja, sowas mag ich, so die ganzen Reittiere. Aber alle dazu zu besitzen, ist ja schwachsinnig, braucht man ja nicht. Deswegen nur die, die mir am besten gefallen. Was war das denn hier? Cool. Okay. Dann gehen wir mal weiter hier in diese Höhle rein. Ich kann mich ja noch stundenlang da angucken. Ich hasse diese Schleimbrocken. Die sind echt nervig. Mein Mana ist zu niedrig. Ja. Den dann noch weg. Ja, dann hol dir mal Mana, komm. Zieh dir den Mana aus dem Subraum. Lokale Verteidigung.
ganzen Kisten aufsammeln, die ich hier aufsammeln muss. Hat mich da gerade jemand angegriffen? Nee, ich hoffe mal nicht. So, letzte Kiste. Da habe ich die nämlich auch schon mal weg hier. Bereit zur Abgabe, okay. Was muss ich denn machen? Achso, hier ist noch irgendwo so ein Vieh drin, was ich töten muss. So ein Hauptgegner. Was sind denn Invasionspoints? Bitteschön. Schreibt gerade einer aus der Gilde hier so, was ist das mit Mist mit den Invasionspoints? Ich habe keine Ahnung, was überhaupt Invasionspoints sind. Oh, wer will denn wieder was von meinem schönen Handy hier? Achso. Ja, Pech. Wo ist denn jetzt dieser Bossviech, den ich da töten soll? Ach da, oh mein Gott, ist das ein Riesenviech. Und Angriff. Formation Alpha und voll. 6000 Crit. Das ist doch gut. Oh nein, was ist denn jetzt los hier? Schutzschild aktivieren. Komme ich da irgendwie raus? Ich kann trotzdem weiter angreifen, okay. Dann vernichte ihn doch. Von innen daneben. Was für ein dummes Vieh, saugt mich auf. Und vernichtet mich dann nicht mal. Jetzt muss ich erstmal ein Butterbrot essen hier. Ja, 2 Stunden später, ne? Scheiß Story da. So, wie komme ich denn hier am besten raus? Was muss ich denn noch machen? Achso, ich habe doch da mein Butterbrotplatz. So. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Natürlich kann sie diesen Gegenstand benutzen. Was soll ich denn da? Ich habe eine Angel gekriegt. So. Was kann ich denn mit der Angel machen? Kann ich damit angeln? Ah, das ist eine Waffe, ist das. Habe ich noch irgendwas Gutes im Inventar, was wir ausrüsten können? Unterarmgelenk, was haben wir denn da? 6666. 669 hat aber keinen Crit, da verliere ich wieder Crit. Ach, für 2 Ausdauer mehr, das bringt es nicht wirklich, ne? 3 Ausdauer mehr. Nee. Was habe ich hier? Kann ich das gleichzeitig nehmen? Nee, schade. Dann wird es mitverkauft, ganz einfach. Genau, dann wird einfach alles verkauft hier.
Verkaufen, verkaufen, dann kriegen wir wenigstens ein bisschen Gold zusammen. Die anderen guten Dinge kann ich auch verkaufen. Das Ding kann weg, das kann weg. Achso, ich vergleiche das jetzt immer per Augenmaß in dem, was ich eben. Aber warte, das probiere ich mal aus. Ah, okay. Ah, okay, ja, das ist doch mal. So. Ich habe das sonst immer per Auge gemessen. Essen lege ich mal mit da oben. So, habe ich das auch. Okay, oben müsste noch eins zum Abgeben sein. Ah, da ist der Krieger ja wieder, der. Was hat ihr denn da als. Cool. Welche Stufe ist der jetzt? 40 ist der erst. Der rennt mit Stufe 40 hier rum und ich kämpfe hier mit Stufe 51. Wirklich hart. Wie geht das denn? Mein Gott, muss der gut sein. Ja, wahrscheinlich spiele ich falsch. Jetzt bin ich Stufe 52. So, mal eben nochmal eben die Maustaste hochheben. Wieder reinklippen, damit diese blöde Maus wieder funktioniert. Okay, hier habe ich noch zwei zum Abgeben. Okay. Was hat der hier für einen Mammut hier? Ich habe viele Glücksbringer. Wollt ihr einen? Viele Glücksbringer hast du? Okay, guck ich mal. Nee, es lohnt sich nicht. Ich muss mein Geld. Oh mein Gott. Was ist das denn jetzt gewesen? Mein Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Also du hast doch, da du Todesritter bist, hast du doch schon halbdings erkundet. Sonst sag mir, wo du am besten hinkommst, dann komme ich dorthin. Wir können uns auch in Briel treffen oder wie das Kaff da hinten heißt oder sowas. Oder Unterstadt oder sowas. Oder Orgrimma. Du musst doch sowieso nach Orgrimma dann diesen Zettel da abgeben, glaube ich, ne? Achso. So, von IKEA? Okay. Keine Ahnung. Was wollte ich denn machen? Achso, auch mein schönes Skorpion. Schreibt die gleich, ja. Wie lange wollen. Naja. Ja, genau, dann treffen wir uns in Orgrimma. Dann beam ich mich schnell mal nach Dingsbums.
nach Unterstadt und hole mir das Portaner Ohrgrämer. Und kaufe ich mir mal schnell. Dann komme ich dann da auch hin. So, hier kann ich doch hier Portalmensch, genau. Portaler Ohrgrämer, einmal bitte kaufen. Erlernen. Ja, ich mache das jetzt schon mal ganz, dann kann ich mich gleich in Ruhe, dann brauche ich nicht erst nach Donnerfels, Silbermond. Ja, genau, das habe ich mir gedacht, aber kann ich ja schon mal kaufen. Steingart, was ist denn Steingart? Naja, kaufe ich auch mal. Kann ja nicht schaden. Donnerfels. Fürchtet die Lebenden. So. Okay, jetzt kann ich die mal hier umsortieren. Okay. Also, das sind die Portale, wo Gruppenmitglieder mitreisen können. Die haben so einen komischen Wirbel. Was ist das jetzt hier? Silbermond, ist das nicht mit drin? Doch. Dann kannst du weg. Okay. Achso, hier unten sind ja noch welche. Okay, die könnte ich auch rausziehen, okay. Und jetzt beam ich mich mal nach Dingsbums. Ich möchte mal sehen, was das ist. Ja, genau, mit den schönen mobilen Portalen. Das ist richtig angenehm, wenn man sie erstmal alle gelernt hat. Deswegen. Okay, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ah, diese blöde Maus, ne? So. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich da unten? Oh ja, das ist ja auch schön. Hier kann ich mal eben diese Fledermaus dann aktivieren, wenn ich schon mal hier bin. So. Ja, man entdeckt jedes Mal was Neues. Ja, dann, nee. Ich will immer I für Inventar drücken, weißt du? Aber das ist ja hier. Das. Oh Scheiße, das hat ja Abklingzeit von 15 Minuten, dieser blöde Runenstein. Ach nee, ist das nervig. Jetzt muss ich noch 5 Minuten hier verbringen. Na, kann ich mir die Umgebung mal angucken. Nee, ich will auf den Skorpion. So. Da geht's raus. Hier sind auch noch überall Spinnen. Stufe 50, okay. Ich glaube, ich war hier schon mal, aber ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht mehr recht erinnern. Doch, genau.
In diesem Tempel, in diesem See ist eine Inni drin, glaube ich. Bin ich mir fast sicher, dass da eine Inni drin ist. Könnt ihr einfach mal nachgucken. Ach komm, schwimmen einfach mal rüber und gucken. Schadet ja nichts. Wir müssen wieso warten, bis dieser blöde Stein abgeklungen ist. In 3 Minuten noch. Damit wir zurück ins Questgebiet kommen. Ja, da läuft Gegner im Wasser. Oh, ist der schnell. Tempel von bla bla bla. Oh, hier ist so ein Quest. Aber wenn ich das jetzt anmache, habe ich zwei Questgebiete gleichzeitig. Das ist nicht so gut. Und der Wasser. Blinzeln wir uns mal nach vorne. Jetzt hinrennen. Wir rennen in einen unbekannten Tempel, einfach mal nach ganz unten. Einundfünfzig, die Beine hole ich mir. Giftblitz. Bin ich jetzt vergiftet? Nee. Hier kriege ich aber schön viel Gold. Komm, gib mir Gold. Ich brauche Gold, damit ich mir mehr Erbausrüstung kaufen kann. Ich brauche noch eine Halskette und Ohrringe. Und zwei Ringe am besten auch noch. Aber ich habe gehört, Ringe sind so schwer zu kriegen. Da musst du so eine komische Angelquest für machen oder sowas. Ich glaube, hier ist die Inni hinter. Oh, ja. Jetzt bin ich reingelaufen, versehentlich. Die kommen dann gleich. Ne, die sind Goldwasser. 52 Goldwasser. Ne. Also schnell wieder raus hier. Schnell wieder weg. Da gehe ich dann später lieber mit den Dingsbums rein. Ach ja, genau. Ich muss ja auch noch Fliegen kaufen. Uiuiui, so viel Gold. Wie viel Gold habe ich denn? Ah, ich habe schon 100 fast zusammen. Ich muss mehr Innis machen, dann verdiene ich mehr. Danke, ans Fliegen habe ich schon wieder komplett vergessen. Dann brauche ich noch ein schönes Fliegemount. Wo kriegt man die denn her? Ich möchte nicht diese ekelhafte Fledermaus da aus dem aus der Scherbenwelt. Da gibt es doch diese komischen Fledermäuse. Die möchte ich jetzt unbedingt nicht haben. Ich glaube, ich habe sogar eine davon. Ich will mal ein cooles Flugmount haben. Naja, kommt alles. Ich stehe ja noch am Anfang der Geschichte. So ist der. Achso, ich hätte gar nicht rausrennen müssen. Ich muss doch erstmal. Achso. Ja, dann können wir zurück ins Questgebiet.
Und jetzt sitze ich wieder vor den Dicken hier. Gut. So. Und dann später noch nach Nordend. Das, ja, wird ja auch mal witzig. Auf welchem Level ist denn Nordend auch? Erst 60, ne? Glaube ich. Was bist du denn? Welches Level hast du? Den gucke ich mir mal an eben. 43, betrachten. Der hat auch schon so viel Erbausrüstung. Ja, okay, dann gibt es keine Gürtel und sowas. Kann ich das bei mir auch sehen, welches Guildenmitglied ich bin? Nee, ne? Titel habe ich noch gar nicht. Nee, Sets brauche ich auch nicht. Schade, kann ich nicht. Oder? Wie bist du? 34, wie können die Leute mit 34 rumlaufen? In einem 50er-Gebiet. Da, Gilde. Mitglieder 9 von 62. Schnellnase tot. Okay. Okay. Hier muss ich hin. Zu diesen richtig schönen Tempelanlagen. Ah, sieht richtig toll aus. Encoder-Setting. Ups. Nee, bei mir sieht alles gut aus. Bei Twitch läuft auch alles, sehe ich. Müsste ich, glaube ich. Ja, ich denke mal. Achso, dann muss ich erstmal hier von meinem Mount runter. So. Ganz ruhig. Später. Hallo. Quest abschließen. Alles klar. Und tschüss. Und tschüss. Ich hab genau das, was ihr braucht. Ja. Dieses Getrappel hinter mir geht mir auf den Keks von diesem kleinen Haustier-Ding. Nee. Ich brauche irgendwas, was fliegt, das nervt mich nicht. Ich habe da irgendwie so was Fliegendes oder nicht. Oh, hier, guck mal, diesen kleinen Baby-Raptor habe ich auch noch. Ein Huhn. Hier, ich nehme dieses komische Buch. Komm. Genau, das geht mir nicht auf den Keks. Ja, das macht keine Geräusche beim Fliegen. Ach ja, wie schön. Das ist schön. Wollen wir mal hier die Gegner aufräumen?
Bist du weg mit dir? Da glitzert was, da will ich hin. Dafür musst du aber weg. Ich habe keinen Mana mehr, Mist. Komm, erledige den. Ja, aber warum klingt. Hä? Warum glitzert die denn? Kann ich da irgendwas machen? Achso, wahrscheinlich das, ne? Ja. Wie ist denn das PvP hier bei WoW? Kann man das machen oder sagt man, bockt nicht? So eine Glitzermaske, die wir abbrennen können. Da machen wir das natürlich auch. Oh ja, dann probiere ich das auch mal aus, PvP hier zu machen. Ich stelle mich mal eben an die Seite. Ich muss mir mal was Neues zu trinken holen. Und ihr kriegt kurz den Pausenbildschirm. Ich hoffe, das funktioniert diesmal. Ja, genau. Kurze Pause und ich bin gleich wieder für euch da.
So, meine Damen und Herren, da bin ich wieder. Mein Mikro fängt an zu rauben. Hier. So, jetzt dürfte ich nicht mehr brummen. So, dann mache ich jetzt mal den Bildschirm wieder weg. Und da sind wir wieder. Oh, und jetzt muss das Handy klingeln. Also. Echt jetzt? Krass. Muss eben mal zurückschreiben, schnell. Über WhatsApp. Ihr habt aber Ton, ne, beim Spiel. Nicht, dass jetzt. Ja, ihr habt Ton, okay. So, und weiter geht's. So. Okay. Den Magier weckt, weil da glitzert wieder die Maske. Das ist das Gute von der Pause. Dass, ja, alles wieder sich spawnt, als wenn man kurz mal eben eine kleine 10-Minuten-Pause macht. Aber wir haben gar keine 10-Minuten-Pause gemacht. Das waren vielleicht 2 Minuten. So. Einsammeln. Gut. Und das Ding verbrennen. Ah, zur letzten großen Schlacht, ja, dann hoffen wir mal, dass das auch schnell da stattfindet, ne? So, Schattendoppelgänger aktiviert. Einer ist schon gefallen. Komm, greif doch mit an. Alle Schattendoppelgänger vernichtet. Mist. Naja, ist aber nicht so wild. Das passt auch besser zum Magier, so ein fliegendes Buch dahinterher zu haben. Kriege ich auch noch Schluck auf. Hm. Ah, da ist noch eine Maske, die glitzert. Also ich will die immer anklicken. Brennen, Maske, brennen. Oh, jetzt habe ich eine Speer im Körper stecken. Zum Glück bin ich unter und da fällt das nicht so auf. Achso, das sind diese Kopfgelddinger, die wir auch noch brauchen, ne? Hexendoktor. Ja, dann frühstücke mal eben mehr Mana. So. Ah, eine blöde Maustaste. So.
zwei von denen. Da kommt schon Nummer drei. Hexendoktor, der mir im Wege steht. Und da hinten ist gerade ein Allianzer rumgesprungen. Und der kommt direkt in meine Richtung. Mist. Ich habe keinen Mana. Welches Level hat er denn? Ah, 37, okay. Dürfte mir nicht gefährlich werden. Mich in Ruhe lässt, lasse ich ihn auch in Ruhe. Schließlich hat er mir hier den Weg freigeräumt. Eine komische Glitzermaske brauchen wir noch. Brauchen wir den? Oh jo. Gut, haben wir das auch. Und hier ist noch eine Glitzermaske. Perfekt. Einen Hexendoktor brauchen wir noch. Und zwei Kopfgelder. Kopfgeld-Viecher. Was haben wir hier noch? Da ist noch ein Hexendoktor und noch eine brennende Maske, aber die brauchen wir nicht. Gehen wir mal ein Stück höher. Mal gucken, was da so los ist. Müssen wir die auch Schattenzauberin? Nee. Okay, dann ist das uninteressant. Nee. Ach, da ist schon wieder der Allianze. Was ist das? Berserkerin brauchen wir nicht. Gerilden-Herausforderung geschafft. Ruf der Schlacht. Oh, nice. Das ist nice. Gut, einen Kopfjäger brauchen wir noch. Ach, das ist er wieder. Hier ist noch ein Hexendoktor, den ich mitnehmen will.
Da, und da ist der letzte Kopfgeldjäger. Nein! Ach, hat trotzdem für mich gezählt. Dankeschön. Mensch. Was muss ich denn jetzt hier noch machen? Da eins ist dann noch. Ah, die muss ich. Ups, die muss ich sammeln, oder was? Diese Spinnen? Ah, ich muss diese kleinen hässlichen Spinnen sammeln, okay. Die überall rumlaufen. Och, die eine habe ich davon eben getötet, Mist. Mist, hätte ich das von Anfang an gemacht, dann hätte ich jetzt alles schon fertig haben können. Aber so ist das Leben. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Danke. Ja, danke schön auf Twitch für den Tipp mit den Spinnen. Ja. Blöden Spinnen. Hätte ich von Anfang an machen müssen. Dann hätte ich die von Anfang an mitgesammelt. So, ich muss jetzt alles nochmal doppelt machen. Nein, 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 nicht die Spinnen, die brauche ich doch. So. Ja, ist doch schön, wenn der Lich King labert. Dann hast du es gleich geschafft. So, hier ist noch eine Spinne. Einsammeln bitte. So. Oh, hier sind ganz viele Spinnen, ja. Dafür muss ich nur diesen alten Ork wieder töten. Aber das ist ja kein Problem. Schattendoppelgänger. Das. Und Feuer. Achso, ich sollte auch angreifen drücken. So. Und jetzt ihr zwei. Nur für euch habe ich den getötet. Komm her, Spinne. Spinne! So. Danke. So, drei Spinnen, da ist sogar noch eine. Oh, das hat sich ja richtig gelohnt, hier hinten hinzugehen. Hallo. Und hätte ich die erste nicht getötet, hätte ich die sogar jetzt auch noch. Das ist immer meine Maus, die hier so knackt. Sonst funktioniert. Ah, da ist noch eine. Sonst, die hat irgendwie heute einen Schaden, keine Ahnung. Ne, eine brauche ich noch. Mist. Kann ich darüber springen? Wahrscheinlich nicht. Doch. Ist da unten, läuft da unten noch zu welchen Spinnerum, die ich brauche? Nö. Jetzt muss ich mal eben warten, bis die respawnen hier. Ups, jetzt bin ich ja doch runtergesprungen. Da ist eine Spinne, da hinten. Warum drücke ich denn ja und die S-Taste? So, ist das gleich auch durch. Gut. Gut, mein kleiner grüner Freund. So. Hallo, Mann. Mann der Südsee. Schon mal in der Südsee. Er spricht wie mein Nachbar. Mann,
Achso, für die sollte ich die Spinnen sammeln, okay. Denkt dran. Geduld. Disziplin. Ja. Kann ich mal gucken, hat sich denn unser Ruf schon ein bisschen ver... Ja, guck mal, wir sind schon fast durch hier. Okay, du sagst mir Bescheid, wenn du auf dem Weg nach Orgrimma bist, ne? Dann teleportiere ich mich auch nach Orgrimma. So, was wollte ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich es vergessen. Also B, was haben wir denn? Irgendwas Tolles Neues dabei, was ist das? Hals, eine Halskette, ich habe noch keine. Kann ich immer gut gebrauchen, Halsketten. So eine Sense da drauf, cool. Und der Stab, guckt euch den Stab an hier. Betrachten. Ach ja, cool. Das ist aber nicht der, den ich habe, ne? Sieht doch nicht. Der sieht doch anders aus bei der. Naja. Was dürfen wir denn jetzt machen? Nach oben. Ja. Mit dem Vogel haben wir vielleicht die besten Chancen, einfach dann vorbeizulaufen. Hallo, dann muss er sich nur mal bewegen hier. Mein Gott, der bewegt sich auch nicht. Ja, lauf, lauf, ich laufe jetzt mit Tasten. Ist das wieder der kleine Allianzer? Ich weiß nicht, ob die friedlich ist. Wir gehen hoch. Okay, hier. Hier müssen wir. So, meinen schönen Quietschestuhl hier wieder. Kann ich nicht einmal mal die Gegner töten, ohne dass 50 andere angerannt kommen. So. Okay, da vorne, nee, den, welchen brauchen wir denn noch? Achso, diese Berserker-Dollen brauchen wir also doch noch, okay. Mag die zwar nicht. So. Jetzt pullt ihr mir meine ganzen Sachen weg. Dann kann ich mich um den Köter kümmern. Rücken gucken, nicht, dass mir irgendwie so ein Allianzer gleich in den Rücken fällt. Wir brauchen noch
auch so ein Berserker. Irgendwelche Gefäße haben wir hier nicht, ne? Nee. Die sind auch... Genau, die sind... Stehen überall rum, okay. Gefäße. Naja, werden wir schon finden. Die verlieren die ja nicht, ne? Ne, die stinken mal, die stehen einfach irgendwo rum. Ich hasse diese Maus. Ganz ehrlich. Ich schmeiße sie gleich gegen die Wand. Es geht mir um Keks. Ich weiß nicht, was sie heute hat. Ich will mich heute nur ärgern. Okay, von mir aus. Ja, da mache ich jetzt gleich auch mal, da mache ich jetzt auch mal so eine Mittagesspause. Das ist eine ganz gute Zeit, glaube ich. Wie viel haben wir? 1300, ja. Das ist ganz gut. Ich denke, ich komme so, warte mal, wie viel Uhr haben wir? 13, 14, 14:30 bis 15 Uhr bin ich dann gleich wieder da für euch, würde ich sagen. Dann logge ich mich nämlich jetzt auch aus, dann mache ich jetzt mal schön Mittagessen. Und ich bedanke mich ganz herzlich beim Zugucken. Und ja, könnt ihr ein Follow da lassen, falls es euch gefallen hat. Und wenn nicht, empfehlt mich trotzdem einfach weiter. Kann ja nicht schaden. Ne, ja, dann würde ich sagen, bin ich dann jetzt auch erstmal raus. Dann würde ich sagen, bis später. Ne? Auf Wiedersehen. Tschüss.